anderthalb Monate alleine zu sein und anderthalb Monate dazu gezwungen zu sein, mit dir selber Zeit zu verbringen, das hat auf jeden Fall schon extrem viel mit mir gemacht. Einen Haushalt alleine zu führen, what the fuck, like, ich habe davor noch nie wirklich eine Waschmaschine gemacht. Sich von alten Omas Komplimente geben zu lassen, ist schon mega. Also das gefällt mir schon sehr. Hey Leute, ich habe mir vorgenommen, einen YouTube-Kanal zu starten und ihr seid wahrscheinlich genau deswegen jetzt hier, seid genau auf diesem Kanal jetzt und ansonsten habe ich das Video gelöscht. Aber ich habe mich entschieden, einen YouTube-Kanal zu starten, weil ich mein Leben hier teilen möchte. Ich habe das Gefühl, dass ein großes Interesse daran besteht und ich habe einfach mega große Freude daran, mein Leben zu teilen. Ich habe große Freude daran, Videos zu schneiden, Webseiten zu designen, so dieser ganze Basic-Shit. Und ich bin einfach mega motiviert, das hier zu machen. Ich möchte euch von meinem Leben erzählen, von meinem Alltag. Ich möchte euch erzählen, welche Umstellungen ich hier habe, welche Veränderungen ich in meinem Leben vorgenommen habe und wie ich mich auch verändere und wie ich mich weiterentwickle. Ich möchte irgendwie auch zeigen, was alles möglich ist, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, sich selber kennenzulernen, sich selber zu entdecken. Oh mein Gott, das klang weird. Aber einfach wirklich das zu machen, was du willst. Ich bin hier in einem Haus ganz alleine, jetzt schon fast 2 Monate, also 1,5 Monate. Und das hat auf jeden Fall schon extrem viel mit mir gemacht. 1,5 Monate alleine zu sein und 1,5 Monate dazu gezwungen zu sein, mit dir selber Zeit zu verbringen, alleine Sachen zu unternehmen, ohne dich darauf verlassen zu können, dass du irgendwelche Leute hast, die dich motivieren oder so. Du musst dich wirklich selber aufraffen. Einen Haushalt alleine zu führen, what the fuck, like, ich habe davor noch nie wirklich eine Waschmaschine gemacht. Also außer einmal auf einer Party, wo ich halt vollgekotzte Wäsche waschen musste. Davor habe ich wirklich noch nie eine Waschmaschine selber angeschmissen. Und jetzt mache ich das einmal die Woche. Ich koche jeden Abend selber. Ich putze selber. Ich gestalte meine Wohnung, mein Haus so, wie ich es will. Und gleichzeitig arbeite ich dann auch noch fürs erste Mal so richtig. Also ich kellnere. Ich bereite aber auch das Frühstück hier vor. Also ich arbeite in der Jugendherberge und da muss man natürlich auch das Frühstück vorbereiten. Und das sind einfach so Aufgaben, die klingen zwar nicht so schwierig, aber Teil von diesen Aufgaben sind zum Beispiel so eine professionelle Spülmaschine zu benutzen. Also das ist so ein krasses Ding mit so, kann Video einblenden, mit so einem, vorher sprüht man so das ganze Geschirr ab, dann muss man die Sachen so einsortieren und dann schiebt man es einfach rein, macht die Klappe zu und dann wird es gewaschen. Es ist nicht so schwierig, aber es sind so Sachen, die machst du im Leben davor noch nie. Man lernt vieles und ich denke, vor allem in der Gastronomiebranche wird man ja vor allem als Student beispielsweise viel noch zu tun haben. Deswegen sind diese Erfahrungen, die ich hier sammle, extrem wichtig und ich freue mich irgendwie, dass ich diese Erfahrungen machen kann. Ich habe tatsächlich auch echt Spaß daran, Leute zu bedienen. Der Großteil der Kunden hier besteht aus Senioren und französische Senioren sind so ein Vibe für sich. Es ist einfach unglaublich. Ich liebe französische Senioren. Die sind so süß. Ja, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, sich von alten Omas Komplimente geben zu lassen, ist schon mega. Also das gefällt mir schon sehr. Deswegen, also das ist etwas, was mir großen Spaß bereitet und was ich auf jeden Fall weitermachen werde. Ich muss das weitermachen, weil ich arbeite hier. Die andere Hälfte arbeite ich im Büro. Ich habe mega nette Bürokollegen. Die Aufgaben sind zwar auch nicht so anspruchsvoll. Bis jetzt war es einfach nur, ich musste mir Rechnungen angucken und Daten in eine Excel-Tabelle eintippen. Aber auch das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Dann habe ich irgendwie dazu Crow gehört und habe einfach gewiped und habe einfach gearbeitet. Das hat total Spaß gemacht. Also das ist eigentlich wirklich etwas, was mir auch total Spaß macht. Und die Abwechslung zwischen den beiden ist mega. In meiner Freizeit habe ich halt auch alles. Ich kann machen, was ich will. Ich gehe gerne einkaufen. So, what the fuck? Warum einkaufen? Aber irgendwie Einkauf macht mir so Spaß. Ich mache mir vorher so eine Einkaufsliste. Und dann muss man halt durch so einen Supermarkt laufen, wo alles halt auf Französisch ist. Und die Sachen finden, die man... Ich habe zum Beispiel Tomatenmark. Was ist Tomatenmark auf Französisch? Ich weiß es immer noch nicht. Aber ich habe es gefunden. Solche Sachen. Das macht total Spaß. Aber ist natürlich nicht der Hauptteil meiner Freizeit. Viel lesen. Dann schreibe ich meinen Blog. Das macht mir auch mega Spaß. Also einfach sich irgendwo in ein süßes Café hinschillen und einfach über sein Leben schreiben. Macht mir mega viel Spaß. Jetzt starte ich mit den YouTube-Videos. Das ist auch auf jeden Fall eine echt coole Sache. Ich habe viel gezeichnet. Und natürlich bin ich hier viel durch den Ort gelaufen, an Strand, durch die Stadt. Hab angefangen zu boxen, da geht's heute wieder hin. Ich bin einfach irgendwie täglich neu motiviert. Ich mache irgendwie jeden Tag zu meinem Tag. Ich habe einfach mega Spaß daran, zu machen, was ich will, ganz alleine Zeit mit mir zu verbringen. Und das ist eigentlich die Quintessenz aus dem Ganzen. Ich liebe dieses Leben hier, weil ich einfach mit mir alleine bin.
Für viele wäre es wahrscheinlich auch sehr einsam, aber für mich ist das irgendwie total befreiend und ich fühle mich endlich so, als kann ich das machen, was ich will und ich mache auch nur das, was ich will. Aber ja, das war jetzt so meine erste Session, einfach mal drauf loslabern. Und hier jetzt einfach noch ein kleiner Zusammenschnitt aus Eindrücken, die ich in den letzten Tagen hier gesammelt habe, kleine Videos, die ich irgendwie... Ich laufe sehr viel, weil mein Fahrrad kaputt gegangen ist und dann filme ich immer mega viele schöne Augenblicke, die mir so aufs Auge fallen. Keine Ahnung, aber viel Spaß.